Hallo Hille und willkommen zu unserem vierten Beitrag in dieser Ratsperiode. Heute nochmal zu einem speziellen Thema und zwar geht es heute um das Thema Wahlplakate. Allseits beliebt, gerade in der Vorwahlzeit im Wahlkampf, tauchen sie immer und überall auf und erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Bürgern. Vor allem, wenn sie dann auf Radwegen liegen, wo man gerne mal stürzt. Kenne ich sehr gut, leider aus eigener Erfahrung. Und von daher setzen wir uns dafür ein, dass wir in Zukunft auf diese Plakate größtenteils verzichten. Wir haben dazu jetzt ebenfalls einen Antrag in der Abstimmung mit den anderen Fraktionen, beziehungsweise bringen wir kurzfristig dort ein. Unsere Idee ist, auch wieder ähnlich zu anderen bekannten Gemeinden in der Umgebung, wie zum Beispiel Raden. Dort ist es üblich, dass die Plakate an bestimmten Stellen von der Gemeinde aufgestellt werden, beziehungsweise Plakatständer, wo jede zur Wahl zugelassene bzw. im Rat vertretene Partei die Möglichkeit hat, an einem ganz bestimmten Punkt, eine ganz bestimmte Fläche zu plakatieren mit ihren Slogans, mit ihren Kandidaten und das für jeden Ortsteil. Das ist bei allen Wahlen dort so. Die Verwaltung, der Bauhof stellt dort die Plakatiermöglichkeiten auf, baut sie danach auch wieder ab und im gesamten Gemeindegebiet sind keine weiteren Plakate erlaubt, sodass dort auch wildes Plakatieren oder Beschädigungen der Plakate oder auch Unfälle aufgrund von Plakaten ausgeschlossen sind. Und es gibt dort auch eigentlich keinerlei Probleme damit. Die Kosten für die Parteien sind reduziert, der Aufwand für die Verwaltung ist eventuell etwas erhöht, aber das hält sich doch sehr im Rahmen und lässt sich sicherlich gerade auch mit den Vorteilen argumentieren, die auch das für das Gemeindebild sicherlich auch sehr vorteilhaft sind. Entsprechend setzen wir uns dafür ein, dass das so kommt. Ich habe dort von allen Fraktionen auch schon im Wahlkampf oder auch danach positives Echo bekommen, aus der Verwaltung ebenfalls, sodass wir davon ausgehen, dass dieses Thema kurzfristig umgesetzt wird und vielleicht schon zur nächsten Wahl, zur Bundestagswahl im nächsten Jahr, spätestens aber danach umgesetzt wird, sodass wir hoffentlich dann in folgenden Jahren eine sehr geordnete und ruhige Plakatierung in der Gemeinde Hille umsetzen können. Das ist uns ein Anliegen, das haben wir in der letzten Kommunalwahl bereits so umgesetzt. Dadurch, dass wir nur sehr punktuell bzw. gar nicht gemeindeweit plakatiert haben. In Hille gab es ein, zwei Plakate, ansonsten gar nicht, wie gesagt. Als Vorbildfunktion wollten wir das sozusagen verstanden wissen und haben das auch genauso umgesetzt. Mit dem Nachteil, dass wir halt nicht ganz so sichtbar waren. Das hat uns auch viel Kritik eingebracht, muss ich zugeben. Wir hoffen aber dadurch jetzt halt auch mit dieser Vorbildfunktion halt auch mit gutem Beispiel vorangegangen zu sein, dass uns das nützt in der aktuellen Debatte und wir zeigen können, dass wir es ernst meinen, dass nicht nur ein billiger Wahlkampftrick ist, sondern dass wir wirklich hier an der Sache interessiert sind und halt auch nicht zuletzt den Umweltaspekt sehen, denn diese große Menge an Plakaten, die alle paar Jahre wieder verschrottet wird, größtenteils nicht wiederverwertet, sondern leider verbrannt wird, das ist uns doch schon ein Anliegen, dass wir das vermeiden, weil das einfach aus unserer Sicht vermeidbare Kosten und Umweltaufwände sind, die wir einfach nicht brauchen und die uns auch keinen großen Mehrwert bieten, wenn wir hier sozusagen Waffengleichheit für alle schaffen. Und das ist, glaube ich, mit unserem Vorschlag, denke ich, ganz gut möglich. In diesem Sinne, auch hier bin ich sehr offen für Rückmeldungen, für weitere Anregungen, nicht nur aus der eigenen Fraktion, sondern natürlich auch aus den anderen Fraktionen, auch aus der Bürgerschaft besonders. Das ist mir besonders wichtig. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn es geht. Dann werdet ihr immer informiert. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.